Haus des Geldes nicht mal angefangen zu gucken. Nicht mal eine Minute habe ich davon gesehen. Endlich mit Prison Break. Boah, ich habe damit angefangen. Ich habe die Serie wieder ausgemacht. Nimm es mir nicht übel. Aber ich habe angefangen. Ich fand den Anfang sehr intens. Das war schon cool irgendwie, weil er sich am Anfang hat tätowieren lassen oder so. Und dann hat er einfach voll dumm irgendwas ausgeraubt und ist dann in den Knast, hat seinen Bruder gesucht. Okay, das habe ich alles noch verstanden. Und dann war... Ich bin nicht im richtigen Mood für diese Serie. Diese Serie passt gerade nicht zu meiner Stimmung. Passt einfach nicht. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht werde ich irgendwann zu dieser Stimmung... Vielleicht wird irgendwann diese Stimmung kommen und dann werde ich mir die Serie angucken. Aber gerade, es ist genauso wie viele andere Serien, die einfach so gehypt sind, wie zum Beispiel The Heist. Haus des Geldes ist auch so gehypt. Aber ich habe einfach gerade nicht den, einfach nicht so, ist gerade nicht so meins. Es passt gerade, also ich könnte es mir angucken, aber ich bin so desinteressiert. Ich bin gerade so bei anderen Serien, so The Crown zum Beispiel. The Crown habe ich durchgesuchtet, Alter. Tolle Serie. Und wenn ich The Crown gucke, wenn man das vergleicht mit Prison Break oder Haus des Geldes, ist nicht so. Wer von euch hat The Crown gesehen? Prison Break mit Haus des Geldes zu vergleichen ist schon hart. Nein, ich habe die nicht verglichen, ich habe den Hype verglichen. Weil Prison Break wurde auch gehypt, genauso wie Haus des Geldes gehypt wurde. Und so diese ganzen gehypten Serien... Hat mir nichts gegeben. Ich habe es angefangen und dann nie weitergeguckt, weil es mich nicht gecatcht hat. Aber The Crown zum Beispiel, da bin ich einfach selber drauf gekommen. Das hat mir niemand empfohlen. Ich habe es einfach angefangen, selber zu gucken. Und The Crown finde ich richtig gut. Hat mir sehr gefallen. Habe ich sehr gerne geguckt. Aber wahrscheinlich auch, weil ich auf so einem Trip einfach seit Monaten sogar schon immer war. Mit diesem, dass man noch ein bisschen was lernt. So klar, das ist alles fiktiv. Aber die Timeline von den Geschehnissen auf der Welt ist richtig. Deswegen, ja, das fand ich schon ganz nice so. Crown gleich Schmutz, what the fuck, Wolax, lösch dich. Also The Crown finde ich sehr gut. Lucifer habe ich schon durch. Vielleicht wäre The Wire was für dich, kennen die wenigsten, aber ist eine legendäre Serie von HBO. Vor allem durch das Sprungbrett für viele gewesen. The Wire, ist das so eine Gangster-Serie? Ist eine Gangster-Serie, ne? Ich sehe das schon. Harte Boys. Alles, was mit so Gangstern... Ich hab in den letzten Jahren extrem viel mit so harte Boys, Gangster und Polizei und Drogen und das Ganze. Habe ich mir alles anguckt. Voll davon, Alter. Ich habe zum Beispiel auch Dings, La Revolution habe ich auch durchgesuchtet, Alter. Und das ist jetzt einfach mitten... ich warte jetzt auf die zweite Staffel, verdammte Scheiße. Ich dachte, es geht weiter, zack, mittendrin einfach abgebrochen. Das fuckt mich so ab, ey. Da habe ich eine Serie gefunden, die ich voll cool finde und die mich sogar schockieren kann, vom Ekel her und so. Und dann sowas. Mandalorian ist einfach am besten. Mandalorian will ich aber in einem Zug durchgucken, weil ich habe jetzt Kapitel 9, habe ich mir angeguckt und jetzt kommt ja immer wieder ein Kapitel nach dem anderen. Ich warte, bis alle Kapitel draußen sind. Und ich meine, die sind noch nicht alle draußen. Peaky Blinders habe ich auch angefangen zu gucken, ist auch ganz okay. Mein Geschmack ist nicht kacke, mein Geschmack ist einfach aus der Norm hinaus. Mein Geschmack ist einfach sehr speziell. Und mein Geschmack wandelt auch immer. Ich habe zum Beispiel jetzt diese ganzen Gangster-Serien und Filme in einem Zug, weil es hat einfach so lange Zeit, diese Schiene bin ich gefahren und habe das alles geguckt. Dann nur Sci-Fi, so Fantasy und dann auf einmal nur Anime. Dann bin ich auch nur in dieser Schiene drin. Und jetzt bin ich eher so auf historischen Sachen hängen geblieben. Oder was heißt historische Sachen? La Revolution ist auch nicht historisch, es ist, die haben etwas aus der Französischen Revolution genommen und haben daraus wie nennt man das, nicht Fantasy, Sci-Fi, Fantasy-Genre gemacht, weil da geht es nämlich um so ein Virus, den es nicht gibt so oder nicht gab. Und so wird erklärt, warum man damals die Adligen Blaublüter genannt hat und warum man denen die Köpfe abgeschlagen hat. Aber ich finde das ganz cool aufgebaut und ich fand das ganz nice. Und ich warte jetzt auf die nächste Staffel. The Last Kingdom, ganz ehrlich, The Last Kingdom habe ich geliebt. So gefühlt. Dann bei der neuesten Staffel, wo der mit dieser Dings da zusammengekommen ist. Uhtred hat meinen Respekt verloren. Und dann wollte ich auch nicht weitergucken. Das hat mir die Serie kaputt gemacht. Es hat mir die Serie einfach kaputt gemacht. Kennst du Zoo? 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 Rain wollte ich auch anfangen. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob ich damit anfangen soll. Besser als Vikings, meiner Meinung nach. Bei weitem. In einer Folge, The Last war das, heißt nicht Last Kingdom? Doch, The Last Kingdom. The fuck? In einer fucking Folge passiert mehr als in einer Staffel bei The Vikings. Vikings ist auch eine gute Serie, aber die hat andere Qualitäten. Ich gucke The Vikings, wenn ich auf einem anderen Level, so einem anderen Mood, so, dann gucke ich Vikings. Aber wenn ich wirklich die ganze Zeit Action, dann musst du unbedingt The Last Kingdom gucken. Da passiert so viel in der Story, so viel in einer einzigen Folge. Und Vikings ist eher so langatmig, ist eher chill, so. Ach, keine Ahnung, ich guck mal ganz kurz mal die Liste jetzt von Netflix, was jetzt gerade alles gibt auf Netflix.
Wartet ganz kurz. Ich habe keinen Bock, dass jetzt hier der Sound jetzt wieder rumspinnt. So. So, wir gucken mal nach Serien, okay? TV-Shows. Rain. Emily in Paris soll ja von den Machern von Sex in the City sein. Ich liebe Sex in the City. Ist eine meiner Go-To-Serien. Sex in the City ist aber bei mir da oben, okay? Wenn Emily in Paris angeblich the next Sex in the City sein soll, nein. Nein, ich traue mich nicht, das zu sehen. Das kann mich nur enttäuschen. Ist einfach so. Aber auch nur, weil Sex in the City einfach aus einer anderen Zeit stammt. Es ist einfach Kult. Und die jetzige Zeit, wie jetzt produziert wird, das wird nicht mehr dasselbe sein. Das ist was ganz anderes. Kann man nicht miteinander vergleichen. Hat jemand She-Wolves gesehen? Das ist eine Doku-Serie. Black Mirror? Ja, kenne ich. Ihr catcht mich jetzt, also ich würde jetzt euch den Titel vorlesen, mich irgendwas hier catchen würde. Oder wovon ich mal gehört habe, aber nicht sicher bin, ob oder... Getting Away with Murder fand ich auch ganz cool. Hab auch lange geguckt, aber irgendwann auch wieder aufgehört. Es war irgendwann einfach, hat es mich einfach verloren. Ich bin einfach, also entweder suchte ich eine Serie durch, weil ich einfach, es catcht mich so hart. Oder ich gucke es einfach mal, weil nichts anderes da ist und schlafe währenddessen ein. Und eigentlich kann ich immer wieder raus aus dem Wohnzimmer, mir was zu essen machen, aufs Klo gehen. Mir egal, ob ich dann irgendwas von der Storyline nicht mitbekomme. So. Das ist ja auch nicht schön. Also man möchte schon eine Serie haben, die einen halt catcht, ne? Was ist mit Unorthodox? Habt ihr Unorthodox gesehen? Narcos habe ich auch schon gesehen. Vielleicht nicht alles, aber es ist jetzt auch wieder so mit Drogen und sowas. Also, How to Sell Drugs Online Fast, ja, das habe ich auch schon gesehen. Kurzfilmbau habe ich auch gesehen, ja. Spuk in Bly Manor. Ja, ne, Dari, das war wirklich irgendwann das Gleiche. Nur noch Barbarians. Ich weiß nicht. Shit, ey. Money! Ich habe auch Luther angefangen. Die erste Folge gesehen, danach bin ich eingeschlafen. Das heißt nicht, dass die Serie schlecht ist. Das heißt einfach nur, dass Lock and Key habe ich schon gesehen. Aber gibt es da eine neue Staffel mittlerweile? Nee, oder? Schaut Regina eigentlich Vampirzeug? Kommt auf das Vampirzeug an. Dark, worum geht's eigentlich in Dark? Luther, nicht eher Lucifer? Nee, Luther. Es gibt eine Serie auf Netflix, die heißt Luther. Mit Idris Elba. Lucifer habe ich schon durchgeguckt. Vampire Diaries. Was mit Bodyguard? The Witcher, neue Staffel. Freue ich mich auch drauf. Ach, die zweite Staffel von Lock and Key kommt auch erst dieses Jahr. Schön. Bodyguard habe ich gefühlt. Ich rede nicht von dem Film, ich rede von der Serie. Nicht das mit Whitney Houston. Die britische Serie. Aber ist Dark auch so Richtung harte Jungs und Polizei und Drogen und sowas? Street. Sowas? Nee? Okay, gar nicht. Okay. Schon mal gut. Fand ich gut. Frag mich ja, wie gut Dracula ist. Dracula habe ich gesehen. Kann ich nur empfehlen. Gute Serie. Vielleicht, die wird irgendwann ein bisschen langatmig an einigen Stellen. Aber besonders die ersten Folgen, uff. Also ich will jetzt nicht spoilern, aber da gibt es so einen Wendepunkt. Da passiert was, wo es dann einen Settingwechsel gibt. So. Und das erste Setting, so, die ersten Folgen, oh ja, habe ich voll gefühlt. War wirklich gut, sogar mit einem richtigen Plot-Twist. Fand ich richtig gut. Dass dir Haus des Geldes nicht gefallen hat, liegt an den zu hohen Erwartungen durch den Hype. Ich habe Haus des Geldes nicht mal angefangen zu gucken. Nicht mal eine Minute habe ich davon gesehen. Also habe ich's, ich weiß nicht, ob es mir gefällt. Ich habe einfach gerade keinen Bock auf sowas. Wie English Game, was ist das? Denn? Two 19th century footballs on opposite sides of a class divide navigate professional and personal turmoil to change the game and England forever. Ah, da geht's um Fußball. Nee, danke. Da bin ich raus. Also, nee, gar keinen Fall. Unbelievable fand ich auch, war eine gute Serie. Scheiße, Mann. Vampire Diaries habe ich schon gesehen. The Originals habe ich schon gesehen. Obwohl, The Originals muss ich noch ein paar Folgen nachholen. Also noch ein paar Folgen habe ich noch nicht gesehen. Aber das werde ich noch. Damn, es gibt echt gar nichts, was mich jetzt irgendwie... Ich bin so picky, ey. Kein Wunder. Guck mal, so wie ich anscheinend mir Serien raussuche, so ist das Problem mit Typen, ey. Ich bin viel zu picky. Nee, kein Bock. Kein Wunder, dass ich immer die Ice Queen genannt werde oder Eiszapfen. Stranger Things, ja, das kennen wir ja alles schon. Pose soll gut sein. Hat jemand von euch Pose gesehen? Pose soll gut sein. Wer hat mir das nochmal empfohlen? Irgendjemand hat mir das empfohlen und gesagt, die Serie ist super. Hat irgendjemand von euch Pose gesehen? Maybe das Damen... Ach so, Queen's Gambit habe ich schon durchgesuchtet. Das habe ich durchgesuchtet. Die Serie habe ich durchgesuchtet. The Queen's Gambit. Habe ich durchgesuchtet. Sehr gute Serie. Fand ich sehr gut. Sonst liest doch einfach mal ein Buch. Wie ich einfach verzweifelt versuche, eine Serie zu finden, Alter. Mann, ich will die neue Staffel von The Crown sehen. Das wird jetzt so spannend. Die letzte Staffel war eine meiner Lieblingsstaffeln. Ich war die erste Staffel und die letzte Staffel war meine Lieblingsstaffeln. Vielleicht fange ich mit der ersten nochmal an. Nee, ist auch scheiße. Die erste und die letzte Staffel war jetzt beste. Vor allem auch, weil jetzt in der letzten Staffel geht es halt auch um Lady Di. Und jetzt haben die wieder einen Cliffhanger da drin am Ende. Und jetzt in der nächsten Staffel geht es richtig rund, auch mit ihrem Tod und so. Umbrella Academy habe ich auch angefangen, aber habe auch irgendwann aufgehört. Das hat mich auch irgendwann verloren. Ah. Oh.
Ich bin einfach zu complicated und einfach zu picky. Und also ganz ehrlich, ich bin noch nie, oder was heißt noch nie? Noch nie ist übertrieben, aber ich bin selten oder nur wenig mit anderen Leuten d'accord gewesen, was Serien angeht und so. Ich bin immer irgendwie, sind so Leute immer auf diese Hype-Trains gegangen mit Prison Break und Breaking Bad und Money Heist und Game of Thrones und alle Serien, die halt immer im Hype sind, das haben immer alle, die haben das alles geguckt, während ich andere Serien geguckt habe, die einfach keiner kennt. Du guckst schon alles in Englisch Original, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich kann es auf Deutsch gar nicht mehr sehen. Nee, ich gucke alles immer auf Englisch. Wenn es auf Englisch gibt, also wenn es das Original Englische ist, dann gucke ich es immer auf Englisch. Wenn es natürlich ein französischer Film ist, dann gucke ich es im deutschen Synchron und nicht Englisch Synchron, ganz klar. Weil manchmal finde ich Englisch Synchron viel schlimmer bei so welchen französischen oder so französischen Filmen und so. Kommt natürlich drauf an. Manchmal sind die englischen Synchrone auch besser, aber deswegen. Death Class, das gibt's. Ah, stimmt, das ist ja relativ neu, ne? Auf Netflix. Gut, Vikings ist ja schon. Death Class. In 1980, San Francisco, a homeless teen is recruited to a storied private school where kids from crime families learn to master the deadly arts. The fuck? Die lernen, Mörder zu werden? Das sind Kinder oder Verwandte von Serienkillern oder sowas? Und die lernen dann den Trade oder was? Maxi Lost, Animes schaust du ja nicht, oder? Wie oft haben wir uns über unsere Sucht, was Animes angeht, unterhalten, Maxi? Ist schon spät, oder? Ich gucke Animes, ja, sehr viel. Ich bin mit Animes groß geworden. Ich habe Mangas gezeichnet, girl. Animes haben mich großgezogen. Und K-Pop hat mich großgezogen. Aber du meinst wahrscheinlich jetzt, ob ich zur Zeit gucke, wegen meinen Phasen. Big Mouth habe ich auch schon gesehen. Supernatural kenne ich auch schon. Man, ich glaube, ich werde tatsächlich mal Deathly Class gucken, weil, ja, das gefällt mir. Bin natürlich gespannt, ob mich das catcht, weil es kann natürlich sein, dass mich das nicht catcht und ich dann da stehe und sage, doch nicht. Mal gucken. Ich bin aber auch sehr, 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 sehr picky. Also, Leute, nur weil ich sage, nee, hat mich nicht gecatcht, heißt das nicht, dass die Serie nicht gut ist. Ich bin dann einfach nur lost. Ich bin dann einfach nicht in der richtigen Stimmung dafür. Schaust du Serie nur auf Netflix bzw. Amazon Prime? Nee, Disney Plus. Und ich kaufe mir gelegentlich mal bei iTunes auch mal Serien, wenn es die nirgendwo anders gibt. Oder Filme. Ja, komm. Deathly Class wird es heute Abend sein. Wobei The Queen's Gambit, wenn sowas nochmal... Gibt es irgendeine Serie, die ungefähr ist wie Queen's Gambit oder The Crown? Das würde ich jetzt fühlen. Was ist The Cured? Was ist The Cured? Habt ihr das schon mal geguckt? The Zombie Apocalypse is thwarted, was ist das für ein Wort? By a cure for the virus, but now that the antidote is found, who will fix a broken society? Ach, da geht es um die eine postapokalyptische Welt, nachdem die Zombies alle weg sind. Hat das jemand von euch geguckt, The Cured? Hört sich auch gut an, mit Alan Page ist eigentlich... Burning Series, das hört sich sehr stark nach einer illegalen Seite an, mein Freund. The Cured und Deathly Class sind auf jeden Fall schon mal auf meiner Liste. Oh, La Revolution. Ja, wenn ihr Filme habt, Filme geht auch. Aber die meisten Filme, machen wir uns nichts vor, die habe ich schon abgecheckt oder schon gesehen. Mit abgecheckt meine ich, dass ich die angefangen habe zu gucken und gemerkt habe, oder ich habe die Trailer gesehen, interessiert mich nicht. Thema interessiert mich nicht, dass ich die nicht gucken möchte. Ihr könnt gerne mal eure Filmvorschläge mal raushauen. Ich mache so lange mal hier den Emote aus. Die Verurteilten. Ach, Shawshank Redemption meinst du? Schon tausendmal gesehen. Grandioser Film. The Shawshank Redemption ist ein sehr, sehr guter Film. Kann ich auch jedem empfehlen. Grandios. Mit Morgan Freeman. Ist doch mit Morgan Freeman, ne? Die Verurteilten müsste das sein. Die Verurteilten. Ja, Shawshank Redemption. Wundervoller Film. Sehr gut. Gesetz der Rache auch gut. Übrigens, ein guter Klassiker, Leute. Und es ist wirklich ein Klassiker. Mit einem Plot-Twist, mit Gangstern, mit... Alter, guter Film. Einer meiner Lieblingsfilme auch. Das ist die üblichen Verdächtigen. The Usual Suspects. Guter Film. Sehr guter Film. Der wurde auch in Scary Movie, wurde da auch was reinge... Scary Movie nimmt ja so Kultfilme und mixt die ja zusammen und nimmt da so großartige Szenen, so Ikonen-Szenen und nimmt die halt mit in den Film rein und verarscht die halt so, ne? Und... Ein sehr wichtiger Plot-Twist und so weiter ist halt auch in Scary Movie drin, von dem Film, die üblichen Verdächtigen. Hat jemand von euch schon mal die üblichen Verdächtigen gesehen? Leute, grandioser Film. Den muss man gesehen haben, wenn man sich mit Filmen ein bisschen auskennen möchte oder wer mit so Film-Trivia. Es wird viel über... Kennt ihr den Begriff Kaiser Sose? Habt ihr das schon mal in irgendeiner Serie, Comedy oder irgendwie so etwas gehört? Das war jetzt schon alt, der Film, ich weiß, aber der ist wichtig. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ist ein sehr guter Film. Mit einem richtig geilen Plot-Twist, mit einer richtig guten Storyline.
Und also für die Zeit vor allem. Heute würde man den ein bisschen anders machen. Aber mit Kevin Spacey, yes. Als man Kevin Spacey noch guten Gewissens gucken konnte. Ja, gut. Ja, da gebe ich dir recht. Aber gut. Wir nehmen mal Kevin Spacey mal privat außen vor. Wir nehmen mal einfach nur das Produkt, den Film und seine schauspielerische Leistung. Auch grandios in dem Film. Ist auf jeden Fall ein wirklich, wirklich, wirklich sehenswerter Film und auch ein wichtiger Film, finde ich. Was gibt's noch für wichtige Filme, die man gesehen haben muss? Oh, welchen Film ich auch sehr genossen habe, ist auf Netflix Rebecca. Aber ich kannte die Story schon, weil ich das Musical gesuchtet habe und ich kenne jeden Song auswendig und liebe das Musical. Und die haben das verfilmt mit, also guter Film. Ist natürlich ein bisschen anders als das Musical von der Storyline her, aber trotzdem immer noch gut. Interstellar habe ich schon mehrere Male gesehen. Der Part habe ich auch gesehen. Wolf of Wall Street habe ich auch gesehen. A Fall from Grace. Ist das ein Thriller, Krimi? Was das? Sieht nach Krimi aus. Shutter Island habe ich auch ein paar Mal gesehen. Equalizer, Sieben habe ich gesehen. Zodiac habe ich auch gesehen. Tenet, oh, gibt es den endlich mal auf Prime Video oder noch nicht? Ich will den unbedingt nochmal sehen und endlich mal auf Englisch, Alter. Ich musste den mir auf Deutsch angucken im Kino. Aber man kann den nur vorbestellen. 17. Dezember, Leute, macht euch drei Kreuze ins Dings in den Kalender. Kann man den schon auf Blu-ray kaufen? Nee, 17. Dezember auch, shit. The Blind Side habe ich auch schon gesehen. John Wick habe ich auch schon gesehen. Naja, ich gucke mich nochmal um. Aber ich habe schon mal zwei Serien. Oh, welche Serie ich euch auch sehr ans Herz legen kann, ist The Old Guard. Mit Charlize Theron. Gute Serie. Gute Serie. Yes, yes, yes. Rick and Morty sowieso. Hab ich auch alles schon durch. Mehrere Male. Ist Old Guard nicht ein Film? Ist das ein Film? War das ein Film? Dann war es ein Film. Ja, ist ein Film. Sorry, war keine Serie, war ein Film. Sehr guter Film dann in dem Fall. American Horror Story auch schon durch. Welche Serie ich auch gut finde, und das ist so wie bei Black Mirror, jede Folge ist eine eigenständige Geschichte. Das ist Heartstrings von Dolly Parton. Heartstrings habe ich auch sehr gefühlt. Sehr. Vor allem Sugar Hill. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Rotz und Wasser geheult bei Sugar Hill. Jolene, direkt die erste Folge, auch gut. Also Enola Holmes habe ich auch schon gesehen. Ach ja, den könnte ich mir auch mal wieder geben. Oh, ja, den habe ich schon lange nicht mehr geguckt. Was heißt schon lange nicht mehr geguckt? Dieses Jahr am Anfang habe ich den mir ungelogen 15 Mal reingezogen. Jeden Tag mindestens einmal. Manchmal sogar hintereinander, weil ich einfach den Film so feiere. Ich liebe den Regisseur. Crazy Rich Asians. Ich freue mich schon auf den zweiten Crazy Rich Asians Film. Es kommt ein zweiter irgendwann raus. Irgendwann. Aber Crazy Rich Asians, Leute. Liebe. Ich glaube, den gucke ich mir heute Abend an. Zum Einschlafen, zum Runterkommen. Okay. Guck ich mal. Ich werde schon was finden. Auch für die Zukunft jetzt oder die nächsten Wochen. Aber Tenet würde ich jetzt voll fühlen. Tenet einfach noch gucken, ey. Ich muss jetzt irgendwie ganz schnell schlafen gehen. Deswegen ist, glaube ich, ganz gut, dass ich heute nicht mit einer Serie anfange.